geht jetzt auch gleich weiter hier. Ich hoffe, eine gute Teile haben wir da. Zwei Teile kriegt die gefehlten. Sehr gut. Mit dem Ton. Der Tonproblem habe ich schon nicht behoben. Am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig. Bis das System da an mich gewöhnt hat oder was. Aber dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Jetzt gibt es noch so ein paar Störungen irgendwie. Ja, hi, Teile. Hi, hi. So ab und zu ist es. Geil, Teil, es passt. Top. Es passt, ja, das Gestänge. Hier, mit deiner Nase. Bei der Runnerflow. Da, das da. Komm schon. Oh, die Kamera wieder. Man sieht es nicht 100%, die Kamera will nicht. Was ist mit der Kamera? Bist du blöd? Oder was? Skalier das Ding. Na komm, lass mal in Ruhe. Super Tütsch, dein Leben. So. Ich habe das schon mal vorgerichtet. In der Zeit, dass es geladen wird, so. Hinterrum neu. Müssen wir noch WhatsApp hier runterladen. Das ist so nervig die ganze Zeit mit dem Handy, du. Was geht denn jetzt das zu tun? Sieht man mich, Bau, ja? Es ist halt immer ein bisschen schwierig, alles zu zeigen. Du. Das ist da hinten dran. Die sind ja da verrückt. So was Beklopptes hast du schon erlebt. Was ist denn jetzt auseinandergegangen? Jetzt macht es Sinn, dass das so. Ah ja, jetzt macht es Sinn, dass das sich schon bewegen gelassen hat die ganze Zeit. Das ist halt Statue ohne Nei. Oh Mann, du darfst aber auch nichts verpeilen hier, gell? Komm schon.
Es ist wirklich mit Liebe zu bedienen hier. Das ist crazy, Jungs. Das ist crazy. Zweiter eins eins. Bauen wir quasi den Ersatzmotor. Genau. Ersatzmotor, der Halter, das ist der Halter erst für den, für das Teil. Ja. Jetzt raschelt es wieder so komisch. Das ist nicht normal. Mal zuck und es ist weg. Manchmal. Das Mikrofon am Arsch. So. 24, 25. Okay. Das ist doch cool. Guck mal, wo wir die herkriegen. Die gefallen. So rum geht's. Destroy. Das war mal ein Reifall mit den großen Köpfen. Ich habe gedacht, ja, voll geil und so. Und müsste halt die Stelle, egal woher, bestelle, wie sie da in der Stückliste stehen, ja. Wer denn dann? Gut aussieht und sie trotzdem kann ich nichts sagen, oder? Irgendwann teil bauen wir die.
Sind wir da? Also es gibt die End und eine andere Seite, so das ist die Seite. Wieder verbucht. So. So. Ach ja, ach ja. Ist du eine Galerie? Die war schnell fertig, hä? Mit dem Boba. Wie lange ich gebraucht? 20 Minuten? 20 Minuten, Heidi, oder? Oh Mann, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. So rum. Muss schon genau hier gucken.
2 Stunden hast du gebraucht, sehr gut. Ich habe gerade geguckt, 1000 Seele, 25 € ist gut. Ich habe fast 770 Teile der türkisen Porsche, habe ich 19 € bezahlt. Ja. So, ich mal gucken, wie das so neu kehrt, ey. So rum. So rum da vorne neu. Okay, Achtung. Es geht los. Da. Und das da. So. Kommt da. Test. Die weiße Platte mit einer 2-Nase innen drin. Oh, aber es hell. Guck, ob weiß auch funktioniert, war besser eben wie vorhin. Die Skalierung von der Kamera. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Schritt. Ich will noch Tüte aufmachen halt. Ja, so. Das wird immer noch drin sein. Noch ein Paket zu bauen. Neune. Ja. Spiegelt, wie das da ist. Jetzt verfehlt. Vorne sind jetzt von einer gelben Stange hier so rum. Alter Schwede. Achtung, meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Okay. Ich hoffe, das stimmt so mit der Neigung. Das ist so crazy, dass das so Neigung hat dort. Das habe ich noch nicht gebaut, so. Alter Schwede, warte mal. Ich weiß nicht, wie es zusammengehört. Da. Neuner. Diesen Tron. Neuner.
So. Ist nicht ganz so eindeutig. Immer die bauen das jetzt auf der Ohrleitung, sind sie fertig. Mit Zusammenstecker. Ah ja. Ah ja, jetzt habe ich's. So rum. Dann stellen sie es so zusammen einfach. Hier, ja, genau. Dann haben wir die. Das und das. Do hier. Und das. Und das. Do hier. Wenn jetzt alles stimmt. Und auf geht. Da müsstest du neu Wasser. Oh je, oh je. Hallo. Stöpsel mal erstmal da. Da neu. Jetzt du dazwischen. Man muss immer versichtlich die Position rausfinden, wie es am besten ist, ja. Boah, das ist ein Riesenteil. Sieht nicht richtig aus, Teili. Guck mal, was ein Riesending das wird. Alter Schwede. Natürlich ist alles perfekt, genauso wie es sein soll. Sonst wäre ich schon unzufrieden und die drauf rumwaschle. Das sieht richtig gut aus. Ich denke, das haben die gemacht, weil das Auto wird so tief, dass die Achse das nicht hergeben. Darum haben sie die Schräge eingebaut, dass die Räfe, dass die Karosserie tiefer auf die Boden kommt. Genau. So rum. Ich gehe Teile holen. Moment. Ja, dieser Ton immer, gell? Beim Tüte aufmachen. You understand me, my friend. It's a Russian parkour.
So, was ist denn jetzt so los? Da ist jetzt auf einmal ein Elektromotor drin. Den hat gar keiner mitgeliefert. Was machen wir jetzt? Naja, lass mal weg. Bauen wir uns einen eigenen Motor. Wieder einige Teile. Muss man sich erstmal wieder zurechtfinden. Dass die Anleitung so spiegelt, als ist grausam. Das ist auf nachhaltigem Biopapier gedruckt. Das ist zwar ein bisschen stumpf, aber es steht nicht zu spiegeln. Mir reicht's. Ist selber zu her. Uah. Das will ja wirklich auch keiner. Ah, stopp, halt zurück. So. Das da. Stängler. Wie steht's denn mit da mal? Nochmal die. Ist jetzt irgendwie die Motorkiste, glaube ich. Eben wo sagst, Herr, die Motorkiste. Ja, die habe ich bei der ersten Tütchen ausgeleert. War eins drauf gestanden. Das ist merkwürdig ein bisschen, aber was ist das nicht heutzutage? Oh, das kommt noch zwischen rein. Kommt der weiße Nippel drauf. Schätze, gescheite Schäne Motor zu bauen. Haben Sie doch so eine hässliche Blockennummer. Krass. Ah ja, Teli. Hast du mal neu gezeigt? Ich hol mal wahrscheinlich schon. Muss man mal einen Link schicken, Teili. Aufs Handy. Wo der her ist. Ja? Kopier mal die Internetseite und schick mal das. Weil mit dem Foto kann ich nicht so viel anfangen. Du musst es selber suchen und hier und da. Schick mal, wo der her ist, dann gucke ich mal, wo wir den herkriegen. Ach Gott, ach Gott. Alle Teile da drin, ne? So es aussieht natürlich nicht. Dann fangen wir einfach mal an, so. Das tun. Das tun. Wow. Jedes Mal so ein langer Hals, holen wir die Kiste halt einmal weiter her. Das ist auch nicht drin, okay.
das geht ab. Vorne quer, so. Okay, ja, Teile, okay, ich habe was gehört, das wärst du gewesen sein. Ich gucke jetzt erstmal nicht, ich gucke dann, okay. Installiere schnell, das habe ich schon reingebracht. Dass ich das nicht vergesse. Hier, ne? Ja. Ist das ach so einer oder ist das so einer? Das ist zwei? Ist das einer? Das sind zwei von denen. Die kommen da vorne hier. Was ist das? Normale Enzer. Normale Enzer hier. Das ist Motorteil. So. Ich glaube, das Ding ist eigentlich nur konzipiert, um mit dem Elektromotor zu fahren. Aber ich habe ihn nicht dazu bestellt. Ich will das nicht fahren. Ich will das eigentlich nur noch. Irgendwann mal irgendwo hinstellen. Wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe. Eine Vitrine. Oder sonst irgendwas. Das ist natürlich nicht zu euch da. So. Das da, das da. Dann. Das da. Ohne Traum zu nehmen. Zack. Zack. Modelle. Und was für ein grausames. Naja, das soll nur den Elektroblock ersetzen. Es ist kein schöner Kolbenmotor wie bei den anderen Porsche. Leider kann man nicht immer alles haben, aber ich freue mich auf den Breitbau. Da ist der Motor auch schon egal. Überlegt so, soll ich noch einen Motor kaufen? Wenn dann noch einmal mit Motor. Okay, das wird aber nicht ganz fest. Scheint keiner zu jucken. Das sind auch komisch Kohleteile. Noch nie gesehen vorher. Ja, ich denke so. 23 Uhr wird es schon wieder. Wenn es jetzt läuft, da mit ein bisschen Karosseriebau und so, vielleicht sind ja jetzt wie weiße Teile dabei, glaube ich jetzt. Was ich gesehen habe. Ah, 2, 3. Ein bisschen der Breitbau anfangen am Kotflügel da. Am Schweller. Und dann schauen wir weiter.
sollte eigentlich der. Lenkmotor ersetze hier. Jetzt sind sie drauf gesteckt. Das kann nicht sein. So, meine Damen und Herren, hier haben wir mal wieder so ein schönes kleines Problemchen. Die wollen jetzt, dass ich mit den zwei Löchern, die da unten drin sind, zwei graue, auf die zwei Nase gehe, die da oben sind. Kann man das irgendwie noch bewegen? Wie in Gottes Namen soll ich so tief da runterkommen? Das kann nicht sein. Also irgendeiner hat da Käse gebaut, muss ich ganz ehrlich zugeben, jetzt erstmal. Irgendwas ist verrutscht. Dieser Typ, immer der da irgendeinen Käse baut. Das Teil. Aha, ich weiß, was passiert ist. Emo nicht aufgepasst, falsch rumgedreht. Dann zwar da außen drauf geguckt, ob es so rum stimmt, aber die Bolze, die jetzt die Führung sein sollen für den Motor, für das Lenkgetriebe, sag ich mal, wenn die noch hingucken, passen die nicht neu. Ganz klassische Kackfehler gemacht. So. Achtung. Zack. Das ist nicht so hübsch, dass es nicht hundertprozentig passt. Aber so wollen die das. Genau so. Jetzt ignorieren wir das du anscheinend. Es ist auch nicht klar beschrieben, dass es für mich trotz allem, dass da ein Elektromotor ist, weitergeht. Ja, das geht schnell, Teile. Da kann man sich gleich mal verbasteln. Wenn da nur so komische Technikteile sind. Weil ich einfach ganz kurz verrückt und dann merke ich, ups, ich habe was falsch gemacht. Aber hey, passiert. Ich kenne das zu gut. Das machen wir kurz abgelenkt von irgendwas und denkt sich so, wie war das jetzt? Warum geht das nicht? Und dann fällt mir Batsch, hab ich was vergessen. Zu viel gebabbelt. Da hab ich gebabbelt.
Schlachtschiff wieder drehe. Ach Gott, ich lieb's, wenn's so spiegelt, gell? Ah, gar nicht so schwer. Kamikaze-Typ immer. Geile Sache. So rum. Dann kommt das Graue hier noch rein. Dass das abgesteckt ist. Genau. Ja, Moment, abgesteckt. Wundervoll. Wundervoll. Bauen wir das dort drauf. Das dort drauf. Jetzt das Gleiche. Von der anderen Seite. Zack. So als einfach. Ja, verbaut ist gleich mal. Also, wie gesagt, da geht es sehr schnell. Das ist kein Problem. Okay, das ist natürlich cool. Das ist nicht so glänzend, weißt, das ist natürlich auch immer mal zum Vorteil und zum Nachteil. So, mal. Glänzt, ja. Und so. Da hier. Achtung, sachte. Nicht, dass sie das schon wieder rumgedreht hätten, aus Versehen, ich hab's nicht mitkriegt. So. So rum, so rum. Da vorne. Jawohl. Ah, jetzt bauen wir die Versteifung. Zack. Das gleiche nochmal von der anderen Seite. Das, das. Kleine Bügel, komm schon. Komm schon. Kleine Bügel. Da. Eckstänger. Viermal. Drei. Vier, zwei schwarze. Ein kleines, stopp. Jetzt andersrum. So rum. So. Dann.
bauen, die sind Trafo-Eulen, so. Und wir bauen gleich mal die Abdeckung. Bei der Overtroff jetzt den Tunnel quasi am Armaturabrett, Schaltgedöns und weißt du Geier, was da alles zwischendrin sitzt. Normalerweise. Da ist es schön weggecleant. Schauen wir mal. Neuner und Elfer. Elfer. Ist die Ortszahl da von der Dinger, ne? 3. Von der Löcher. Von der Teile. Alter, machst du da bist du die ganze Zeit, weil es so spiegelt, gell? Ich komm mal vor. Was sollen die Leute denken hier? Was sollen die Leute denken? Drei, eins, zwei, drei. So, was heilt man? Jetzt kommt das so geile, schöne, schwarze Teil schon. Dort drauf. Zack. Ach so, Riesenteil. Wunderschön. 2, 3, 4. Das da, ja. So viel Teile, was ich merke, soll der da aussehen. Das da. Große 2. Ah, nicht schlecht. Jetzt kommt 1. Kommt mal kurz gucken. So rum, so rum. Und da kommt was neu. Da. Und da. Das ist dann jetzt wieder so rumgedreht. Für die Seite. Alter Schwede, das da. Ja, so ist es manchmal. Zack. Fast fertig. Das war's ja schon. Da war ja schon mal einen Schluck zu trinken. Das war wirklich auch nur noch ein Schluck gewesen jetzt. Jetzt sind wir hier vorne. Ein schwarzer Punkt. Okay. Und das rumdrehen und mit dem ersten Punkt, wo man nennen kann, dort drauf bringen. Genau. Zack, zack. Zack, zack, zack. Cool. Das haben wir dann natürlich nicht mehr nichts falsch gemacht. Schönst. Das ist mal ein Problem. Da müssen wir den technischen Support auch rufen. Dass die uns. Helfen. Jetzt wird es verstärkt mit den schönen Orangen. Nepsis. Ha? Achtung. Achtung, bitte. Eva. Man muss das fühlen. Man kann das gar nicht lernen. Das muss man einfach fühlen. Das kann man. Ne?
Okay, ich tue jetzt Fixed die müssten doch vier. Die probare Leitung. Zwei Mobile, ja? Ja. Okay. Heute gibt es ja fleißig interessante Leute hier. Interessante, sag ich mal so. Interessante Leute bestimmt, aber. Schauen wir, wer da alles in der Liste steht. Hallo? Teilnehmer. Teilnehmer stehen nur ich da. Komisch. Sagt sie. Willkommen, letzte. Wir können gerne was schreiben, du. Auf jeden Fall alles offen. Prinzipiell für alles normale Offer. Hier. Manche Sachen könnte man ruhig mal falsch verstehen. So ein bisschen basteln muss man da meistens mal, aber ich guck mal später mal an, wie gesagt. Ich schreibe dann noch einmal um 10 Uhr rum, mache ich kurz Pause und dann gucke ich mal den Link an, okay? Oder ob man es auch noch woanders daherkriegt. Ja, alle. Zwei Stück hast du gesagt, 15 Eugen. 50, ne, 25, 50. Hast du schon, genau. Moment, die drehen das Auto schon wieder, wie sie wollen. Das ist jetzt vorne da. Das da, das da. So rum. Flieh. So rum. Das da. Das da. Jetzt drehen sie so rum und auf der schwarze, auf der rote und auf die zwei schwarze. Also do durch. Ist besser gebaut wie ein Panzer, das Teil. So rum. Ich muss manchmal ein bisschen. Ist das schon ein bisschen aufpassen, gell?
Teilweise ist es hardcore, 3, 4 Nebel auf einmal abzustecken. Aber man muss ein bisschen regeln und ein bisschen schütteln und ein bisschen hier und her. Vor allem schütteln ist wichtig. Und dann geht es eigentlich bei normaler Temperatur. Aber nur im Dunkeln draußen. Draußen dunkel. So. Jetzt wird es nochmal interessant mit dem weißen Teil hier rum. So, und jetzt kommt dieser Bügel. Das schieben wir doch da nicht. Ah, ne. Schier gedacht, eben schon wieder. Weg mit euch. Ich brauche zwei. Die da passen. Und der da passt. Jetzt versuchen wir es erstmal so rum, ohne den Stift drin zu haben. Also, ah! Ich glaube, als die Webmacherei. Ne, Twitch streame ich nicht gleichzeitig, oder? Streame ich auch gleichzeitig auf Twitch? Kann nicht sein. Kommt schon drauf, Teile. Auf Twitch bin ich offline, wieso? Kann auf Twitch streamen, aber streams lieber hier. Weil YouTube hat einfach mehr Leute wahrscheinlich, ne? Okay, es war dann doch eine Schnapsidee, das erste einzubauen. Und dann das da. Probieren wir es doch andersrum. Es ist nicht einfach. Boah, holy. Wie soll man das da neu bringen, Mensch? Das rutscht immer wieder hin raus. Vielleicht nicht so lang. Schieben wir uns das aus dem Weg da erstmal. Boah. Als Problem die Teile da schwerisch neu gehen. So. Das dort drauf und das dort drauf. So drauf und so drauf. Dann hätten wir es doch schon. Wie erwünscht. Ich verstehe das. Leute, ich rede nur mit mir selbst eigentlich. Aber meistens rede ich mit mir selbst hier. Oder vielleicht ab und zu mit Lisa, aber die guckt doch Fernsehen.
Sensationell. Ich weiß nicht, was der Teil hier hat, aber was habe ich denn gesagt? Das war die erste Zeit, jetzt kommt die nächste Zeit. Ja, nachher. Ja, willst du denn selbst haben den Porsche oder was teil? Oder doch lieber ein Anna. Hast du den Türkisen nicht gesehen, wo ich hab? Bin ja doch ich. So, den Türkisen. Also auf jeden Fall mega cool. Hätte ich schon schreiben, die Räfe und so. Bin ich schon ein bisschen skeptisch. Der Türkisene ist top. Da ist nichts drauf. Nix. Kein Fehler, kein gar nichts. Kein Teil fehlt, nix.
glaub, Leute, das wird ein richtiges Auto. Richtig fett. Richtig massiv. Braunes Dödele. Ah, John Power bin ich ganz grässlich. Grässlich. Als nur was zu sagen hier. Hallo, neuen Elva Technology. Ich weiß nicht, ich guck mal ein kleines Urteil hier, okay? Guck ich mal. Ich sag. Technology, der Teil, auf jeden Fall, weiß ich noch nicht. Es sieht halt anders aus wie die andere Auto. Bislang aussieht es eigentlich auch ganz cool. Auch wenn er Handicap hat oder so, echt. Ja, so viel kann ja doch nicht draus sein. Ist da viel Leute, die da ein bisschen rumpinsen und so. Aber weißt, wenn mal ein Teil fehlt, halt, ich habe für die alten Autos, wo ich gebaut habe, ach, EZW-Teile bei eBay noch bestellt, wie so Gelenk und so. Die habe ich auch nicht gehabt, die habe ich auch noch bestellt bei eBay. Ja. Das hätte ich jetzt gestern, wenn du keine Karte hättest, auch. Aber man kann sich auch Felge bestellen und so. Ich hab's nicht gefunden, tagelang gesucht und so. Wenn da was verrutscht. Das ist nicht so schlimm. Schon wieder wie Hund. Ach Gott, das sind zwei blaue Nase und eine gelbe Stange. Und ohne eine graue. Das sind zwei blaue, eine gelbe Stange und ganz ohne eine graue. Ganz ohne eine graue. Dort das neu. Und dort das neu. Okay. Die Seite bauen wir noch, dann machen wir Päuschen.
1, 2, 3. Jawohl. Toi, toi, bis jetzt hat man noch nichts gefehlt, halt. Oh, das kann ja alles noch kommen. Ja. Ja, ist er. Genau dort davor. 90 Euro irgendwas. Bei Alinsky. Willst du eine haben? Ich bestell das so eine. Dauert aber, okay. Ich glaube, 19 bis 20 Euro hat er gekostet. 717 Teile. Schätzebauer. Und wunderschönes Teil. Huch. Jetzt wahrscheinlich das gleiche, ne? Gelb, blau, blau, grau. Grau als erstes, gelb. Und jetzt das in der Mitte noch. Zack. Keine Ahnung, wo das hier geklappt wird. Aber das wird noch kommen. Hoffe ich doch. Jetzt bleiben wir mal noch schmeidig um. Und da geht's gleich weiter, ne? Dann, bis gleich. Ist so 3 Wochen, 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen dauert es normal. Ja, war meine Art. Ich glaube, am 3., 4. bestellt. Ne, vielleicht 3, so 2,5 bis 3 Wochen. Auf jeden Fall.
weiter. Ja, ich habe kurz Päusche gemacht. Oh. So, da läuft das Kabel doch immer. Kraxler, jetzt kommt's wieder. Bis das dämliche Mikro wieder eingestellt ist oder was? Ich weiß es nicht. Ja, eben ist es wieder gut. Oder geh doch auch her. Donut. Oh, rausgerutscht, Sort. Das lässt sich drehen. Also noch Pfanne. So. Was geht ab jetzt? Von die abstruse Bauelemente muss man da bauen. Gar überhaupt keinen Sinn erstmal drin sieht. Ja, so, also so helmgeil bin ich jetzt nicht unbedingt. Ich hätte einen anderen Helm gern genommen, weil er mächtig ist, aber irgendwas stimmt nur mit dem Preis nicht. Wie gesagt, habe ich mir auch schon irgendwie Gedanken gemacht. Ich komme noch auf keinen Entschluss, ob ich jetzt so einen Helm. Das ist erstmal zweitrangig. Ich bin auf sämtlicher Porsche-Suche. Ich habe noch 2 bis 3 weitere,
bisschen vielleicht einen hellen Bauch. Sechseinhalbtausend Teile, das ist. Das ist mächtig viel, Mann. Upsat. So. Das hat sich versteckt. Müssen auf jeden Fall noch Innenzeige und Donai bei dem Blau. Noch Innenzeige und Donai. Das da. Das da. Alles klar. Okay. Wie du magst. Original oder was dann? Zweiundneunzig. So. So drauf. Ah doch, das kann man drehen. Ein bisschen schwer. So. Her. Wo sind wir? Du hinne. Hier irgendwo ist ein Loch, eine Kette nach außen gedreht, außen gedreht, das da und nochmal das da. Jo.
Jetzt drehen sie den Bock schon wieder rum. Dass das, ja, das da vorne ist. Dann. Ja. Jetzt kommt der erste Seitenbreitbauflügel. Vorne. Kommt jetzt. Das bauen wir auf jeden Fall noch. Leg die doch rüber, das spiegelt, gell, ich wäre wahnsinnig. Hubsalat. Ah ja. Ja. Wenn er noch geht. Ich weiß nicht, ob er ausverkauft ist. Muss ich bei Lego.
gucken. Da muss ich mal gucken, ob du mich überhaupt kriegst. Okay, ist ja gut. Ups. Gut, ach Gott. Lauter schwarze Fleckelscher. Mann. Naja. Nicht mehr teilen oder so.
da Trennmittel drauf oder was? So sieht's aus. Na, da ohne drin versteckelt ist nicht so schlimm. Okay. Ich habe aber auch noch Teile, falls es zu schlimm wäre, wenn man sieht. Gerade in Weiß. Kommt dann auch schon direkt die andere Seite. Rick and Morty habe ich auch von weiter weg. Südliche, östliche und so. Alinsky. Da gibt es noch mehr. Ja, fast. Auf jeden Fall, die haben länger gedauert. Die Kleine haben auf jeden Fall länger gedauert. Alles. Alles, was von dort ist, dauert so lang. Aber dafür freut man sich länger. Verstehe ich? Da freut man sich einfach länger. Glaub mal's, wenn ich mich gefreut habe, bis der da war. Der, hier, da, hier, willelos. Jeden Tag. Habe ich gefiebert. So, ui, ui, der kommt halt, der kommt halt. Nix was. Und er ist da und er kommt. Er kommt da wirklich auch. Also es ist noch nichts nicht auch kommen. Nase. Ist halt so. Ich weiß, es ist krass, Lieferzeit. Sollte immer zusammen sparen, ne?
Desto, das geht. Also, es ist auf jeden Fall günstiger. Guck dir die Teilezahl an, was da los ist. Ja, für 62 Euro. Was hier los ist mit 2735 Teile. Ja, das ist. Also für die Qualität, dass da nichts kaputt und nichts gradig ist und jedes Teil perfekt aussieht, ist die Wartezeit vollkommen okay. Es kommt halt mal vor, dass ein Teil vielleicht fehlt, ja, aber das ist auch vollkommen okay. Ja, das ist bei so viel Teile auch mal zu berücksichtigen. Neue Follower. Da muss man sich halt mal helfen, man hat ja Lego. Ja, wenn man sowas baut, hat man ja Lego. Jetzt außer die zwei Teile gestern, nochmal mäßiger. Waren schon immer alles da. Ganze Koffer voll Scheiß und neben mir stehen. Außer das, was man braucht. Wie es so oft ist, ne? Heute wird es nichts mit 11 Uhr. Das glaube ich nicht. Heute nicht. Ich lass mich nicht. Bei hier kommen 60 Boba. Fett mit 650. Ja. Aber der Boba hast du jetzt. Das war ja nicht von Lego direkt, ne? Das war ja von Toys irgendwas, wo wir alles gefunden haben. Oh, das ist ja nicht schlimm. Gut. Google Shopping. Google, wo es günstiger geht. Ne? Teile, du weißt Bescheid. Google Shopping. Und dann siehst du. Oh. Hopp. Ach, schon wieder das Problem wie vorhin. Es geht nicht. Nein, komm schon, yes. Drin. Dezember? Wenn man so lang rumwaschelt, vergisst man, was am Schritt war. Desto, desto, zweimal desto. So. Das ist der Hügel. Weiß vorne. Weiß vorne. Der Hügel. Okay. Sieht einfach aus. Da unten. Einführer. Da hin und da hin.
mal einfacher, wie es aussieht. Bis alle Nippel richtig drin sind. Da ist drin. So. Ist klar. Geil, geil. Das ist Rubrik mit Shopping und Maps und alles Mögliche steht auch over. Und da kannst du dann eigentlich wieder finde ich nichts, weil Google, das kann ja nicht sein. Gibt das was haben willst, kommen dann 2000 Artikel. Ist das Internet gelöscht oder? Ganz easy. Die Nummer eingebe von dem guckst bei Lego direkt auf der Seite und guckst die Nummer 49 25 13 der Artikel. Also und kannst dann den Artikel speziell suchen und siehst dann, wo er am günstigsten ist. Also jedes Lego-Ding hat ja seine Nummer. Auf dem Karton steht ja jedes Mal drauf. Das ist der erste Porsche, den ich im Karton gekriegt habe. Ja. Nicht original, aber in einem Karton einfach. Die anderen kommen in Tüte. Ja. Es ist schlecht. Einfach Tüte. Panzeroptik. Boah. Geht es durch? Ja, das soll durchgehen. Bis runter. Yes. Ausschlag. Komm schon. Streben wir die Dinge so hin. Dass nicht alle unterschiedlich sind, dann geht es vielleicht einfach hoch durch. Ja, guckens. Zack. Die Nippelrichtung ist wichtig.
Putze mir gleiche, ich putze mir unterschiedlich. So, ja. Der da hier. Nein. Falsche Baustelle. Es ist schon wieder rumgedreht. Also, ja. So. Das Teil. Sind da zwei Pfeiler. Das kennt bestimmt nicht du, nein. Das kennt da unten, nein. Sicher war drin. Ich glaube schon. Mist mal kriegen. So ein geiler Abdruck auf dem Finger. Das Tor rein und sowas drauf. Bist du noch?
System. Wieder hingelegt. Kommt das nächste. Kommt das, was wieder so schwer geht. Ich muss irgendwie rum, so rum. Und Donai, ja. Dann. Huch. Maler Schrank gedrückt ist besser. Ja, hallo Schatz. Wie gut. So. Du hättest dich nämlich schon Macke neu gemacht, Eva. Oh. Ja, ja. So geht's ihm als. Also leise, welche Scheuklappe kommt woher? Die da. Boah. Simon. Falsch rum, Kollege. So rum. Noch hin. So noch hin zeige. So rum. Zwei da drauf, ja. Was ist mit denen da? Mit denen da hin, ne? Den Bügel. Klappt man da auch noch irgendwie raus, gell? So. Und das. Ich muss ein bisschen entweichen von der schwarze Kammer schnell was Süßes, gell? Oh.
wie Mensch komisch. Ich finde ihn mega geil und den kannst du sogar aufziehen. Das hab ich holen. Also das sagt man nicht einmal klar jetzt, ne? Der Fahrt. Und er ist schon groß, also kann schon lassen, dass der groß ist. Und Hammer. Ich finde Hammer. Türe gehen auf. Kanalguckel, Ledersitz sind drin. Heckspoiler hat er. Rücklichter. Auspuff alle. Alles, was er braucht. Spiegel, Ledersitz, alles drauf, Borbit-Felge, alles drauf. Ja, alles ist auch. Ich lasse das Mikrofon lieber. Das ist ja egal und schon ein bisschen Schmerz, bevor das so kruschelt. Das ist ja. Pff, was ein Scheißdreck, ey. Ich wüsste, was das ist. Absolut keine Ahnung, warum es das macht. Nummer 4.
Flügelverbreitere schon. Verbreiterung ist schon dabei. Gar nicht. Die jetzt brauchen. Oder nicht? Mache ich. Sherlock. Lecker, lecker, lecker. Cooles Teil. Wir wollen was anderes. Ich suche was anderes. Oh, warum mal sitzen, würde ich sagen. 4, 3, 1. Ich weiß noch nicht. Ich muss erst mal einer bestellen. Wahrscheinlich wird es komplett schwarze. Ich bin aber noch nicht ganz sicher. Komplett schwarz. Hab ja gesagt, die App oder halt bei Google eingeben, ne? Wie die App da hieß. Wo ich ja gesagt habe halt, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich auch bei denen auf der Seite gucken.
Ne? Die will ich nicht aufmachen. Die bleiben zu, Alter. Das kann ich vergessen. Krieg ich nicht übers Herz. Keiner von beiden. Ich weiß, es ist nicht gesund und so, aber lass mich doch. Ich heb die für besondere Anlässe auf. Das ist komisch, okay. War jetzt halt so. So gesagt halt, ne? Dass sie sich lustig auffühlt. Oh. Andere Anlässe. Mal an einem schönen Feiertag oder was? Keine Ahnung.
jetzt aber. Jetzt kommt. So ein Story. So aus wie kleine Roboter. Nicht wie Sitze. Roboter. Super Teil, schickt mich nicht drauf, Mann. Samstag ist Feiertag. Geile Typ, Mann. Ernst. So, ich mich kriegt wieder, ehrlich. Hau das so Dinger raus, du. Alles klar, Teil. Ich schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Irgendwo hier. Ah. Halbstündel noch. Muss ich aber auch los. Rennsitze werden verbaut. Wie presst da drin? Cool. Dienststoffwasser.
So sonst kehre. Ergemo. Das nicht. Ich war dort. So eins sein. Das ist anscheinend nicht ganz da. Schwarzer, zwei Winkel. Ist mit dem Kreuz hin? Ja, was braucht das auch? Es muss doch neu. Es geht nicht anders. Schwarz. Schwarz mit dem Winkel. Komm schon. Ich glaube, das ist so eins hab.
Schade. Ich habe hier zwei schwarze, die genau gleich sind. Mit die, wo ich brauche. Drüber habe ich eine Tüte voll mit weißen Teilen. Alles Mögliche. Aber die nicht. Ich brauche schon eine schwarze. Da brauche ich noch eins. Kein schwarzes. Chance. Da ist noch eins. Pfeffer beide Seiten. Was willst du denn doch stattdessen nehmen? So. Muss ich hier erstmal aufhören, bis ich zwei Teile gefunden habe. Ja, ist auch spät genug. So, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschö.